Shalom Aleichem, Malachei Yasharet, Malachei Elyon. Ra'atiyat lakum Zabur Dawud, Hasna Saut Muhal Qulub. Gedenk, wir haben dir geruht, wie die Schiene gut in unser Boot und jeder Rot im Tod. Israel, heiliges Land für drei Weltreligionen. Gemeinsamer Ursprung der Menschheitsgeschichte. Spirituelle und kulturelle Kontraste treffen hier so stark aufeinander wie nirgendwo sonst auf der Welt. Aufregend und spannend zu erleben. Israel ist heute ein modernes, westlich geprägtes Land. In West-Jerusalem nichts Besonderes und doch zeigt sich jüdische Tradition schon in der Straßenbahn. Die Jerusalem Light Rail hält auch vor dem Mahane Yehuda Markt. Mit täglich etwa 200.000 Besuchern der größte Markt des Landes. Wir lieben Märkte und sind vom quirligen Gewirr vor den Geschäften und Ständen fasziniert. Ob alt oder jung, der Mahane Yehuda Markt zieht alle an, die frische Qualität und buntes Leben mögen. Man kann riechen, schmecken, staunen und natürlich kaufen. Früchte, frisch oder getrocknet. Fisch, Wein, koscheres Matzebrot oder Challah, der traditionelle Schabbat-Hefezopf. Dazu die süßen Verführungen wie Baklava und Halwa. Davon muss ein Stück mit, egal wie viele Kalorien das sind. Auch am Gewürzstand nehmen wir etwas Orient mit. Ein paar Zimtstangen und etwas Safran kommen in die Tüte. Das reiche Angebot an Gewürzen lässt sich mit dem im Souk des muslimischen Viertels in der Altstadt vergleichen. 20% aller israelischen Staatsbürger haben arabische Wurzeln. Ihr heiliger Ort ist der Tempelberg mit dem wohl berühmtesten Wahrzeichen Jerusalems, dem Felsendom. Der älteste monumentale Sakralbau des Islams überstrahlt mit seiner goldenen Kuppel die Stadt, obwohl die unscheinbare Al-Aqsa-Moschee daneben für Muslime der weitaus wichtigere Ort ist. Begrenzte Zugangszeiten und strenge Sicherheitskontrollen sind für den Tempelberg obligatorisch. Der fröhliche Auftritt junger Juden ist nur eine Seite der Medaille. Die andere zeigt die Mittel, mit denen der fragile Frieden zwischen den Bevölkerungsgruppen gesichert wird. Nur ein paar Gassen weiter in der Via Dolorosa pilgern Katholiken aus Asien über den Leidensweg Jesu Christi. Mit der entsprechenden Requisite auf den Schultern sind 13 Stationen zu absolvieren. Sie führen ins Herz des christlichen Altstadtviertels, zur Grabeskirche. Doch als wir das Heiligste der Christenheit besuchen wollen, treffen wir auf frustrierte Pilger und ratlose Touristen. Das Tor ist verschlossen. Aus Protest gegen die angebliche Verfolgung der christlichen Kirchen. Tatsächlich geht es um Steuerforderungen des Staates Israel und der Stadt Jerusalem. Reporter senden ihre Berichte in alle Welt. 3 Tage später steht die Kirchentür wieder offen. Der griechisch-orthodoxe Patriarch Theophilos III. Erklärt Journalisten seine Haltung. Und wir erleben endlich den Ort, wo Jesus gestorben und von den Toten auferstanden sein soll. Im oberen Teil der Kirche befindet sich die Stelle, an der Jesus am Kreuz starb, Golgatha. Für gläubige Christen ein Höhepunkt ihrer Pilgerreise. Eine katholische,
und eine griechisch-orthodoxe Kapelle markieren die 11. Station des Kreuzweges. Eine rötliche Steinplatte, beleuchtet von zahlreichen Öllampen, erregt im Vestibül die Aufmerksamkeit des Besuchers. Es ist der Stein, auf dem der tote Jesus gesalbt und in Tücher gewickelt wurde. Im Zentrum der Kirche, unter der Rotunde, stehen die Besucher Schlange für die Grabeskapelle Jesu Christi. Da wir schon früh morgens da sind, müssen wir nur etwa 50 Minuten warten, bevor uns ein Pope Eintritt in die Edikula gestattet. Ein bewegender Moment. Wir sind am heiligsten Ort der Christenheit. Man muss nicht gläubig sein, um die besondere Spiritualität Jerusalems zu spüren. Der religiöse Mittelpunkt der jüdischen Nation findet sich an der Klagemauer. Die Juden nennen ihr Heiligtum schlicht Kottel, die Mauer. Gott soll an diesem Ort zu den Gläubigen kommen. Die stecken deshalb Zettel mit ihren Wünschen in die Mauerritzen. Gott soll sie alle gelesen haben. Ein guter Grund, sich zu freuen. Genauso beeindruckend und ein Muss für jeden Besucher Jerusalems ist Yad Vashem. Im Westen der Stadt wurde 2005 die neue zentrale Holocaust-Gedenkstätte eröffnet. Im prismenförmigen Hauptgebäude werden die Gräuel der Judenvernichtung durch die Nazis detailliert gezeigt. Aufreibend und emotional. Zurück in Jerusalems Altstadt erleben wir fröhliche Kinder beim Purimfest. Das ausgelassene Treiben erinnert an unseren Fasching. Im Ritterkostüm gibt's eine Vorstellung von früherer Kampfeslust. Die perfekte Kulisse dafür ist die Davidszitadelle am Jaffa-Tor. Das 2000 Jahre alte Gemäuer beherbergt heute das Stadtmuseum. Von den Zinnen der Burg hat man einen tollen Blick auf Jerusalem, das jährlich fast 3 Millionen Besucher anzieht. Auf einer Tagestour ins Westjordanland fahren wir zuerst im israelischen, dann im palästinensischen Kleinbus durch die judäische Wüste. Unser Ziel ist Jericho, die älteste Stadt der Welt. Zum Beweis werden uns Ausgrabungen frühester Siedlungen gezeigt, bis zu 10.000 Jahre alt. Mit der Seilbahn geht es hinauf zum Kloster Karantal, das bedeutet 40. So viele Tage soll Jesus hier in einer Höhle gefastet haben. Von der Bergstation sind es noch etliche Stufen hinauf zum Kloster, das im 19. Jahrhundert errichtet wurde. Während wir den grandiosen Ausblick genießen, erklärt Ahmad, unser palästinensischer Reiseführer, eloquent die Geschichte Jerichos. Auch seine Kollegin in der Geburtskirche zu Bethlehem vermittelt den Besuchern die Bedeutung der heiligen Stätte. Laut der lateinischen Bibelübersetzung soll genau hier der Ort sein, an dem Jesus geboren wurde. Beachtliche Menschenmengen drängen sich an diesem Wochentag Ende Februar durch das älteste Gotteshaus im heiligen Land. Im Zentrum der Kirche steht die Geburtsgrotte, in die es alle Besucher magisch hinabzieht. Im Blitzlichtgewitter erstrahlt der sprichwörtliche Stern von Bethlehem. Nazareth, der Heimatort Jesu, ist die nächste Station unserer Israel-Tour. Ein weiterer Hotspot der Christusverehrung.
Katholiken ringen mit den griechisch-orthodoxen Glaubensbrüdern um den Ort, an dem die Geburt des Gottessohnes verkündet wurde. Heute sind die meisten Einwohner Nazareths muslimischen Glaubens. Im Suk der Altstadt gibt es orientalisches Marktleben mit dem Gebetsruf des Muezzins. Wir haben uns auch am See Genezareth umgeschaut. Mit 212 Metern unter dem Meeresspiegel der am tiefsten gelegene Süßwassersee der Welt. An diesen Ufern soll Jesus seine Jünger versammelt haben. In Akko, der uralten Hafenstadt am Mittelmeer, herrscht am Samstagnachmittag laute Lebensfreude. Von Schabbatruhe keine Spur. Hier wird das Leben fröhlich genossen. Das Gesicht der Altstadt mit ihren romantischen, engen Gassen ist seit Jahrhunderten arabisch geprägt. 2001 wurde Akko von der UNESCO zum Weltkulturerbe erhoben. Vor 1000 Jahren errichteten die Kreuzritter hier ihre Festung, von der aus sie das Heilige Land erobern wollten. Unterirdische Gänge erinnern noch heute an ihre Epoche. Anfang und Ende unseres Israel-Trips ist in Tel Aviv. Die Metropole ist das Kontrastprogramm zur jahrtausendealten Geschichte dieses Landes. Weltoffen, modern und entspannt. Das Museum of Art steht beispielhaft für den Spirit dieser Stadt. Spannende Architektur mischt sich mit Kunst von Weltrang, die auch schon die Kinder ganz selbstverständlich kennenlernen. Ein Spaziergang nach Jaffa, dem alten Hafen, lässt uns noch einmal Israel mit seinen vielen Gesichtern erleben. Wir werden wiederkommen.